Objekte. Da erstmal eine kleine Tür rein. Stuff only brauchen wir hier auf jeden Fall und hier. Kasse brauchen wir. Nee, muss schon so rein. Machen wir mal die zwei Kassen hier rein. Bleiben zwei Felder hinten übrig. So. Da können wir keine Kleidung rein im Regal nicht. So einem Art Regal schon. Was können wir denn da? Wir können Schuhe, Männer, Frauenschuhe und Unterwäsche, Männer, Frauen. Warum fehlt da jetzt eine Wand? Okay. Brauchen wir aber gleichzeitig immer noch die Tür. So. Genau, vier Stück. Oh, keine schöne Aufteilung. Schauen wir mal, wir haben vier Sachen, die wir da drin anbieten können. Passt das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, passt nicht ganz. Was können wir denn noch? Hier gibt es noch extra so eine Art Glastisch, ne? Den sollten wir noch T-Shirts, Pants, Dresses. Gibt sechs verschiedene Sachen, Nicht gerade optimal von der Aufteilung. Könnten wir auch noch hier einbauen. Mach ich jetzt mal so. Einen neuen Laden. Store 3, dann brauchen wir noch ein neues Lager dafür. Wie war das jetzt? Müssten wir noch verbinden. Store 3 war das. Mit dem Lager verbinden und der soll auch offen haben. 24 Stunden. Brauchen wir zwei Kassierer. Kassierer. Speed auf jeden Fall ist immer gut. Von 0 bis 12. Nochmal ein Kassierer. Der bitte von 12 bis 24 Uhr. Und dann brauchen wir noch einen, der einräumt. Von 6 bis 18 Uhr. 21 Uhr. So. Und jetzt brauchen wir nur noch Produkte, die wir auch anbieten. Clothing. Wie machen wir denn die Aufteilung? Wir haben vier Sachen. Können wir hier einmal anbieten? Schauen wir mal. Männerschuhe. In den vier Regalen mal. Frauenschuhe. Okay. Hab ich da jetzt gerade zu viel rein draufgelegt? Passt von der Aufteilung gerade irgendwie nämlich nicht. Vier Stück, gut. Frauenschuhe sind ja eigentlich immer mehr benachfragt, ne? Von daher nehmen wir mal fünf rein.
Unterwäsche machen wir mal gleiche Aufteilung. So, und dann bieten wir mal hier jeweils nochmal T-Shirts, Pants, Dresses, Shirts, Jackets und Coats an. So, dann sollte das schon mal passen. Das passt. So. Chemical Supplier. Damit könnten wir auch gleich mal weitermachen. Und dann würde ich mal sagen, erforschen wir hier noch Electronic. Könnten wir nochmal direkt einen Laden hier öffnen. Na, ich will halt mir immer noch die Möglichkeit geben, den später noch zu erweitern, falls die Nachfrage wirklich groß ist. Und das werden wir jetzt demnächst sehen. Noch ist leider nichts aufgefüllt. Wird dann wahrscheinlich erst ab 6 Uhr passieren. Frage, den kann ich definitiv jederzeit erweitern. Der ist nach oben und nach links noch offen. Das Lager ebenfalls. Das Lager hier ist schon ein bisschen enger. Das will ich aber später auch so eine Art Zentrallager, also für, zumindest für die Mall ein Zentrallager bauen. Wo alle kleineren Geschäfte sich dann an einem Lager bedienen. Das ist definitiv möglich. Frage ist jetzt... Erweitern mal gerade Parkplatz, wenn wir sicherlich später noch brauchen. Und dann werde ich hier auf der Seite wahrscheinlich noch einen Laden errichten, genau. Und hier oben vielleicht noch zwei Läden. Ja, ist auf jeden Fall möglich. So, die sind damit beschäftigt, der Laden wird aufgefüllt. So, der erste Laden, der hier oben, der Mischhandel. Kleiner Supermarkt, eher 45% Profit. Wie sieht's hier unten aus? Na gut, da gibt's noch keine Kennzahlen. War noch nicht wirklich was verkauft. Könnten wir aber hier unten auch nochmal... Ich glaube, hier unten baue ich das. Ah, da müssen wir mal ein bisschen laufen, ne? Mal schauen. Könnte ich hier nochmal... Genau, so weit baue ich das. Ja, das passt. Baue ich hier nochmal einen Kunden... nicht Kundenparkplatz, Mitarbeiterparkplatz. Hier auch. Und hier nochmal anliefern. Dann spiegel ich das hier unten nochmal. Und werde dann hier unten... Wo war es denn? Was wollte ich aufbauen? Chemical Supplier. Biete ich mal die Sachen hier an. Kosmetik und sowas. Drogeriemarkt. So eine Art Drogeriemarkt. Und Electronics Supplier. Mit der Hoffnung, dass da die Nachfrage was größer ist. Elektronik heutzutage wird er doch überall gebraucht. Also das ist jetzt nicht so, dass er auch nicht Essen, Kleidung und was weiß ich nicht heute gebraucht wird. Aber dass wir das hier hinten mal spiegeln. Dann. Ja. Sollte passen. Schauen wir mal, Customer Parkplatz. Oh, das lassen wir mal frei. Das machen wir auch noch hier rein. Mal hier die Straße erweitern. Auch hier nach unten, genau, spiegeln wir das wirklich mal. Dann hat... Na gut, das kann ich noch gar nicht bauen, weil die Straße noch gar nicht vorhanden ist. Profit über 2000? Oh, schön. Teleport über 5000 sogar. Hätte ich aber irgendwie gerade nichts von. So, wo die gerade mal handwerkeln. Store 1 ist sogar 50%, 5% nochmal gestiegen. Und Store 2, 74%, nicht schlecht. Von 0 auf 2000. Das ist echt nicht schlecht. Ja, gestern hatten wir einen Plus von 2100. Okay. Schauen. Wenn wir hier schon mal ein Fundament ansetzen. Oh, Fundament. So.
beziehungsweise hier den Parkplatz erstmal noch. Stuff only hier, hier. Loading hier. Fundament. Wie hatten wir das hier oben? Waren 6x6, okay. Genau, und das waren 15x10. So. Können wir hier auch die Wand nochmal einfügen? Genau, das hat man nämlich da oben anscheinend ja vergessen. Eine Tür. Machen wir die da unten rein, oben rein. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz. Na gut, machen wir das jetzt mal so. Roach. Stuff only, wir hatten hier erstmal Loading Zone auf der Höhe. Und dann 1, 2. Und hier müsste dann auch nochmal eine Loading Zone gleich rein, genau. Sehr schön, das wird doch langsam. Ja, plus 2600. 2700, 2600, ja. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Gehen wir hier am Tag wirklich mit einem Plushang nicht raus. Gehen wir ja gleich, 2 Stunden noch. Nee, freut mich. Wird auf jeden Fall was. Aber der Hausmeister kommt ja anscheinend nicht nach, sauber zu machen. Weil der, glaube ich, gerade auf Feierabend hat, ne? Ja, sieht so aus. So, Research. Sind wir auch bald soweit. 2 Tage noch. Genau. Da wollte ich mal gerade auf die Nachfrage nochmal schauen. Kleidung. Kleidung. Schuhe. Ja, Frauennachfrage definitiv größer. Ah, hier können wir jetzt auch mal gerade schauen. Mal sehen, ob wir da draus schlau werden bei den Männerschuhen. Wir haben 4 Regale davon. Genau, bei den Frauen hatten wir 5, genau. Demand heißt 3, verkauft, weiß ich oder nicht. Erster Desert 10. Ah, Frauenschuhe verkaufen sich natürlich besser. Heute noch nichts verkauft. Gut, wir haben jetzt auch 0.55 Uhr. So. Wie sehen wir das denn jetzt gerade? On Display 4. Tier 1. Tier 1 müsste ja gemischt. Na gut, wir haben halt nur einen Laden, ne? Weil hier jetzt steht nix. Aber hier ist die Nachfrage schon ziemlich gesättigt, aber hier noch nicht. Das heißt, wir, was haben wir denn gerade? Müssen wir noch auch sehen können. Haben wir jetzt hier ein Tier 1 oder Tier 2 Geschäft? Das hier oben war definitiv... Das können wir gar nicht sehen. Ah, hier haben wir 100% Closing. Ist das jetzt Tier 2 oder Tier 3? Das ist die Frage. Können wir das irgendwo sehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ne, müsste ja dann Tier 2 nur sein. Aber was Tier 3 wäre dann? Ah, da müssten wir wirklich über 50% nur dieses einen Artikels verkaufen. Na gut, dann kannst du aber auch kein Schuhgeschäft draus machen, weil Männer, Frauen, wenn du das 50-50 machst, steht der with over. Müssten ja schon über 50% sein. Können wir aber auch später mal testen. Also hier haben wir definitiv ein, was heißt definitiv, Tier 3 Geschäft, Tier 1 Geschäft, sorry. Hier müsste das sagen halt, wird gewertet als Tier 1, Tier 2, genau. Und Tier 3 Geschäft wird ja als Tier 1, 2 und 3 gewertet an sich, so wie es aussieht. Aber Tier 3 haben wir im Moment noch gar nicht im Einsatz, aber Tier 2 läuft auf jeden Fall besser als im Tier 1. Das sehen wir ja schon an den Verkaufszahlen.
2700 hier gestern.